Yo Leute und willkommen zum Mario Kart Montag mit Mario Kart Re und einem Table Tennis Gamer. Hallo Leute! Genau, ich habe mir gedacht, wenn wir schon Mario Kart Re zocken und wenn schon für euch morgen die Server ja bald offline gehen, zocken wir natürlich online und da habe ich mir jemanden geholt, der da natürlich auch Erfahrung hat. Oh ja, ja spielst du eigentlich auch Mario Kart 8 dann? Ja, sicher. Ja, ich auch. Oh, warte, das muss ich noch sagen, wenn wir Glück haben, ist Darth Vader noch dabei. Eben war Darth Vader da drin. Genau, mal sehen, wie es mit Hackern aussieht. Ich habe ja die Tage gehört, dass aktuell viele Hacker unterwegs sind, aber als ich eben gezockt habe, hatte ich da keine Probleme mit, muss ich ja echt sagen. Ja, ich habe vor ein paar Tagen hatte ich voll viele Hacker auch drin. Ja, aber aktuell sieht es gerade doch gut aus. Normalerweise kriegst du direkt am Start erstmal drei blaue Panzer, wenn es Hacker ist. Ja, es gibt ja aber wirklich viele Japaner. Ja, Japaner sind auch dabei. Oh, da fährt der TT vor mir. Da fährt er vor mir. Komm, was ist. Oh, drei rote Panzer. Viel Spaß. Du bist so ein Scheiß. Also, ich hasse dich. Ey, das ist so. Oh nein, jetzt hab ich so eine scheiß Blitzwolke. Ja, nein. Nice. Gott bestraft halt immer. In Mario Kart wirst du direkt bestraft, wenn du Assi bist. Ja, scheiße, nein. Übrigens, wenn der TT bei mir ein bisschen komisch klingt, das ist Skype mag manchmal die Audioqualität irgendwie nicht. Das ist immer, weiß nicht. Ja. Oh, ich bin der. Oh mein Gott, ich bin der Erste. Boah, das. Boah, ich bin der Erste. Alter, jetzt bist du neben mir. Was, was für Erster, Alter? In was für einer Dimension lebst du? Okay. Bei mir bin ich Erster, lustigerweise. Nein! Welcher Assi war das? Ich hasse euch! Bist du auch von dem blauen Panzer getroffen worden? Ja. Hä? Sind wir beide Erster? Jetzt bin ich Vierter gerade. Jetzt bin ich Zweiter. Ja, nein, da ist er vor mir. Puh. Okay, dann haben wir nur. Ja, Zweiter. Das war schnellste Runde. Stimmt. Ich bin Dritter. Scheiße. Oh mein Gott. Wer weiß, Skype verursacht bei mir anscheinend eine Mega-Ping hier. Echt? Weiß nicht. Oder bei mir? Wenn du bei dir Erster warst, oder bei dir, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ich meine, ich lade auch mal aber hoch. Also. Das kann natürlich auch dazu beitragen, dass eventuelle Beeinflussungen. Guck dir an, was ich geschafft habe. Ich habe minus 6 Punkte als Zweiter bekommen. Willst du mich verarschen? Tja, du musst halt so machen wie ich. Dritter werden und 0 kriegen. Ja, du hast auch weniger Punkte insgesamt, muss man sagen. Ja, okay, ich bin halt insgesamt auch echt scheiße. Kommt doch dazu irgendwie. Na gut. Du hast aber auch einige Videos zu Mario Kart Dia gemacht, über 120 oder so, wenn ich mich nicht vertue. Naja, das sollte das 132. sein, glaube ich. Ah ja, okay. Irgendwie so. Ja, aber Darth Vader ist nicht mehr dabei, glaube ich. Eben war Darth Vader dabei, Mann. Als ich in den Raum gegangen bin, war Darth Vader da. Hast du deinen Upload gerade irgendwie unterbrochen oder so? Ich? Ja. Nein. Okay, du klingst gerade irgendwie besser als gerade im Rennen, weiß nicht warum, egal. Ich drehe mir das einfach. Ich weiß nicht. Ja, wenn es zu krass. Ja? Wenn es zu krass wird, dann muss ich da irgendwas machen, dann sag Bescheid. Ja, man ich verstehe, was du sagst. Klingt zwar ein bisschen rauschend, aber das ist alles noch im Rahmen. Okay, ja, rauschend, das kann auch Skype sein. Ja, das ist. Vielleicht hätte man TS nehmen sollen, aber auf die Idee sind wir nicht gekommen gerade eben. Stimmt, sind wir eigentlich behindert? Was ist los mit uns? Wir hätten auch einfach den Pokémon-TS einfach missbrauchen können, weiß. Ja, gibt mehr als genug TS-Server, die wir hätten dafür für unsere schändlichen Zwecke nutzen können, aber gut, jetzt ist auch egal. Okay, zweites Rennen. Wem mich erst, dass ich keine 9999 Punkte mehr habe. Ihr habt mir damals so einen Hacker weggenommen. Boah, was tust du? Ja, wie bist du überhaupt rangekommen? An 9.999 Punkte? Ja. Indem ich gut war. Ach so, ja, indem du gut. Boah, du verdammter Mensch, Alter, das war knapp. Habe ich dich was mit der Fakebox da getroffen? Ja. Scheiße. Das wäre schön gewesen. Boah, Yoshi! Ja gut, ich hab. Der Yoshi. Ich hab Mario Kart Wii damals sogar boah, in einem Clan gespielt. Nein! Sorry, Entschuldigung. Ich bin etwas emotional. Ey, bei Mario Kart muss man emotional sein, das gehört dazu. Boah, Alter. Kai, Alter, hör mal auf. Was will der Kai von mir? Was für ein Kai hast du denn jetzt mit dir bei dir? Heißt Hayate Kai? Auch. Hayate, Mann. Achso. Ja, stimmt, du kannst dir die ganzen Schriftzeichen von den Japanern mittlerweile hier lesen. Ich weiß, wie die heißen, du nicht. Das ist korrekt. Du weißt, wie sie heißen, wie man sie ausspricht. Du kannst wirklich sogar lesen, wo sie wohnen, aber. In Japan gehe ich mal von aus, ne? Boah. Er kann gut sein. Ich werde hier nur verarscht in dem Spiel, wirklich.
Was ist das Boah, denn? Voll dem Yoshi ins Gesicht gelegt, so ein Ding hier. Gut, dass die Punkte eh keinen mehr interessieren, weißt du? Ist ja doch nicht so peinlich. Ich sind ja sowieso bald weg, in wenigen Tagen. Ich habe mich da noch gar nicht so mit auseinandergesetzt. Gibt es denn bei Mario Kart auch wieder so ein Punktesystem oder wie ist das geregelt? Bei Mario Kart 8 gibt es auch wieder. Du startest bei 1000 Punkten, geht dann auch wieder hoch bis 9999. Boah, alles klar, da weiß ich ja... Allergia, was machst du da? Oder Allegria, oder wie die heißt. Ja, da kann erstmal gesuchtet werden. Wenn du ja auch dabei bist, dann werden wir sicher mal was zusammenspielen und aufnehmen. Kann man ja mal angehen. Das kann man auf jeden Fall. Gib mir eine Box. Das ist die dritte Runde. Und dann nebenbei. Nein. Boah, erstmal gewonnen hier. Mit Abstand. Ja. Boah, ich krieg so viel Minuspunkte jetzt, ne? Boah, es hat bin geschafft. Ach, du bist Letzter. Ja, ich bin Achter oder so. Scheiße, mein Gott. Nein! Oh. Du fährst Daisy mit dem Machbike, oder? Ja. Das ist meine zweitliebste Kombi, aber ich dachte mir, wenn du jetzt schon hier Mario Kart Wii spielst, dann musst du Funky Kong nehmen, weil den gab es in keinem anderen Teil der Reihe bisher. Okay, na, ich hab Funky Kong, glaube ich, noch nicht mal auf dem Profil jetzt. Ja, du hast deine Daten ja auf die Wii U transferiert. Du spielst ja auf der Wii U gerade, nehme ich an, oder? Nein, ich spiel auf der Wii. Ach, du spielst auf der alten Wii, okay. Ja, ich hab, die Daten sind auf der Wii U, aber ich hab auf der alten Wii halt irgendwie nochmal neu. Ja, das ist online. Genau. Ich würde jetzt gerne mal SNES Mario bis zu 3 haben, Mensch. Das kriegst du aber nicht. Ich merk schon. Letztens hatte ich auch wieder so richtige Asoziale da drin, die einfach Regenbogenboulevard irgendwie so zu viert genommen haben, weißt du? Ja, und dann jedes Mal. Wirklich, ey. Die lassen es nicht sein, aber hier haben wir gerade ja gar keinen, ne? Keiner, aber das ist auch selten. Ja, wieso keiner den Regenbogen wählt? Keine Hacker, was ist los? Das ist ja viel zu fair heute hier. Wir haben voll Glück, aber Darth Vader ist nicht mehr da. Ja, der hat mich gesehen und gedacht, geil, meine Strecke. Er ist mein Vater und musste gehen. Ja, genau. Ich bin dein Vater. Peach Beach. Das ist meine Strecke und die erste Geistertal war auch schon meine Strecke. Nice, ne? Und auf Spiegel. Wow, ja, du hast Glück hier. Spiegel finde ich ja ekelhaft. Aber das war ein scheiß Turbo-Start, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Da kann ich ja mal gar nichts mit anfangen mit Spiegel. Oh Gott, ja, super, kein Item mehr übrig lassen. Dankeschön, ich will ja auch keins haben. Bah, und ich will drücken, dass das Item schneller kommt und werf direkt die Banane weg. Boah, wie die Scheiße, Alter. Ja gut, die Banane hätte jetzt auch nicht so den Unterschied gemacht, oder? Nee, nicht wirklich. Aua! Oh. Oh, komm schon, Leute. Ey, du bist hinter mir. Geh weg. Boah, Alter. Du meinst, ich bin vor dir oder wo? Ne, wo bist du? Ne, ich weiß, ich bin gerade 10. Ja, ja. Ja. Ach, stimmt, da war das eine andere Daisy. Oh Gott! Oh, da ist ein Baum! Da ist ein Baum! Du Lustige, ich spiel doch gar keine Daisy. Alter. Ach so. Ich spiel doch Peach. Ach so, stimmt ja. Ist zu gut, Alter. Ey, was ist denn mit ihm los? Ich hör voll zu. Was ist los mit dem Strare da? Was ist das denn für einer? Oh, Achtung, ich hasse 3, 2, 1, den. Blitz. Danke. Danke. Du warst da gerade vor mir fahren. Wenn wir fertig sind, habe ich 0 Punkte. Ey, das gibt's ja wirklich nicht. Wenn wir fertig sind, habe ich wirklich 0 Punkte. Ich habe gar nichts mehr dann. So lange wolltest du aufnehmen? Krass. Nein, der hat mich in diese scheiß Beente da reingeschubst. Ja, schmeiß noch eine Bombe, TT, gut. Oh, ich hasse mich! Nein! Ja! Ja! Nein! Ja! Die Kugel! Nein! Komm schon, gib das! Ja! Alter, jetzt kriegst du aber auch Minus, ne? Oh. Jetzt gib es ordentlich saures, Kollege. Boah, ich hab genau 8000, geil. Ich krieg minus 112, was? Moment mal. Alter. Guck dir die Loser auf den ersten und zweiten Plätzen an, weißt du? Das geht doch gar nicht.
Minus 270 ist, glaube ich, der zweite oder drittgrößte Drop, den ich hier hatte. Ich habe schon nachts um 2 oder so richtige 300er Drops oder so gehabt, weil die Verbindung abgebrochen worden ist, weißt du? Ja, das hoffe ich, dass das bei Mario Kart 8 nicht mehr machen, dass wenn die Verbindung abbricht, dass man dann irgendwie zumindest nicht so viele verliert. Stell dir vor, du hast irgendeinen Chinesen, der extra zu dir nach Hause fährt und dein Internet stört, weil er weiß, dass du voll gut bist, weißt du? Ja, aber ich glaube, bis der da sind, glaube ich, schon ein paar viel Rennen vorbei, oder? Bis der losgefahren ist. Ja, aber stell dir mal vor, der weiß genau, wo dein bei Clan-Rennen oder so, fährt der zu dir nach Hause und stört dein Internet einfach. Dann ja gut, Clan-Rennen, da geht's ja nicht nach der Bewertung. Das macht man ja alles manuell. Ja klar, aber trotzdem zerstörte dein Internet. Ja, das ist natürlich trotzdem uncool, das stimmt. Nein! Alter, nein! Was nein? Der Regenbogen-Boulevard. Der kam bei mir jetzt erst die Auswahl. Ey, wir haben voll die Verzögerung drin, glaube ich. Ich weiß nicht, was da los ist. Wobei ich den Regenbogen-Boulevard, wobei doch die eine Kurve ist schlimm. Ich finde, der auf dem N64 hatte Style. Ja, und den gibt's ja als Remake in der Mario Kart 8 Version. Ja? Wie geil ist das? Ja, der ist. Also auf Mario Kart 8 gibt's ja zwei Rainbow Roads, den neuen und den auch vom N64 als Remake. Boah, der vom N64. Ja, nein! Boah. Ja! 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 Du bist reingefahren! Ja! Alter, ja! Ja, aber du bist jetzt, warte, jetzt war erst was ein Abgang. Roter Panzer für dich. Ach scheiße, der ist auf einen anderen losgegangen, der rote Panzer. Was soll das denn? Wollte ich schon treffen. Sannen. Wer war das? Wer war das? Wer wollte mich da in den Abgrund hauen? Ich nicht, ich hab's nur gesehen. Welche asoziale Persönlichkeit hat da ihre Finger im Spiel gehabt? Guckst du da mich gerade an? Nein. Okay. Aber du warst. Nein, ich war's nicht. Wo bist du? Zweiter gerade. Was ist mit dir Niki denn los, Alter? Warum nennt man sich ein Tagebuch? Was soll das? Ach stimmt, Niki heißt ja Tagebuch. Ja. Fiel mir gerade durch den Anime Mirai Niki wieder ein. Ja. Jetzt bin ich Erster und vom blauen Panzer und von einem Blitz getroffen worden. Erstmal doppelt gemoppelt. Oh mein Gott. Jetzt muss der Japaner vor mir leiden. Oh, da ist der Zitterer. Stirb, Alter! Stirb, was dein Leben nicht hält! Ja, wenn er stirbt, hält sein Leben nicht mehr, das glaube ich. Ich töte mich gleich, ich habe eine Wolke. Ja, das ist fast sinnvoller. Bin ich froh, dass es die Wolken nicht mehr gibt. Auch jetzt bin ich nicht an der Bande hängen geblieben, ist nicht dein Ernst, oder komm schon. Stimmt, die gibt's nicht mehr, ne? Boah, wie gut, ey. Boah, das ist wirklich... Ja, ich bin nicht wie den scheiß Powerblock. Der ging aber, fand ich. Was ich nur scheiße fand... Ist das. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es oft so, dass wenn du den einsetzt, sieht dein Bildschirm ja genauso aus, wie als wenn du den nicht einsetzt, nur dass du halt nicht den Effekt hast. Und oft habe ich den eingesetzt und vergessen, dass ich den eingesetzt habe und habe dann da wie so bekloppter gemacht, weil ich gedacht habe, ich hätte nicht eingesetzt. Okay, ja gut, das ist. Die Anzeige war echt ein bisschen fehlerhaft. Ich meine, es liegt an meinem Gehirn vielleicht auch und an meinem Gedächtnis, aber. Ja, nee, aber hast schon recht, es gab da keine wirkliche Unterscheidung. Ja, ich bin Dritter. Und zudem war das Ding einfach viel zu einfach zu kontern. Du musst ja einfach nur im richtigen Moment immer Taste drücken. Wenn du es einmal wusstest, war das irgendwie auch viel zu einfach. Irgendwie schon, ja. Das stimmt. Lass mich in Ruhe mit deinem Roten. Oh, wer war das? Oh! Krieg ich das? Schnell. Boah. Ja, sicher. Hattest du gerade auch Skype-Verbindung weg? Weiß ich nicht, sehe ich gar nicht von hier aus. Bei mir war gerade weg. Ich denke so, hä? Dann willkommen zurück, ja, oder wie? Ja, also schon. Vielleicht. Vielleicht, ja. Ah, bei mir ist gerade der Ton extrem leise, wollte ich nur mal so sagen, weil dadurch, dass Skype neu sich verbunden hat, ich habe die scheiß Regelung irgendwie noch drin. Vom Ton. Aber, Hauptsache, wir sind noch da. Magic ist wieder normal. Du hast irgendwas geklickt und dann hast du noch eine Taste gedrückt und dann war wieder alles normal. Oh ja.
Wie viele Punkte verlierst du diesmal? Weiß ich nicht. Mal gucken. Hör mal auf, du verlierst Punkte. Ja, ich krieg plus. Ich auch. Ah, ich krieg 10 mehr als du, haha. Ey, bist ja auch schlechter. Ey, was soll das denn jetzt? Die Begründung, wenn man nicht die Zahl der Punkte, die man hat, ich krieg 10 mehr als du, ja, bist ja auch schlechter. Das ist voll unlogisch eigentlich. Eigentlich ja. Je besser man ist, desto weniger kriegt man. Ja, aber da du ja insgesamt weniger hast. Ja, ja, klar. Deswegen mehr Punkte kommst du, wo du Platz hin. Das ist kompliziert irgendwie. Das ist klar. Eigene Mathematik. Aber wenn du das halt nicht hörst, weißt du, dann ist das voll absurd. So, ich krieg mehr ich Gehalt das, als du. Ja, du bist ja auch schlechter als ich. Was? Das stimmt allerdings. Wie geil wären das, wenn die ganz unten voll viel Gehalt bekommen und die Top-Manager gar nichts. Das wäre voll gut. Ja, dann hätten wir viel mehr einfache Arbeiterschicht. Ja, dann wären nur noch Maurer und so. Ey, ich will ja, keine Maurer beleidigen. Ob sich das finanziell dann rentieren würde für den Staat, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist eine Frage, ja. Der Bundeskanzler muss ja dann sogar für seinen Job noch zahlen oder so. Ja, richtig. Politiker müssen drauflegen. Ach, der Blätterwald. Der ist eigentlich ganz schön. Ja, ich finde ihn auch ganz cool. Also meine Lieblingsstrecke ist mit immer noch auch dieses... Das gab's aber schon... Ne, Moment, das gab's... Gab's das in Double Dash? Die Strecke mit dem Vulkan, mit dem Berg. Ach, der auseinanderbricht, der Vulkan? Der auseinanderbricht? Nee, nicht die. Ich meine die mit dem halben Dschungel. Mit dem Donkey Kong Fass. Ja, ja, mit der Kanone, genau. Ja, genau, das war von Double Dash ursprünglich die Strecke. Aber auch war auf Double Dash auch meine Lieblingsstrecke, ja. Ja, damals. Die finde ich cool. Oh, ich bin runtergefahren eben. Jetzt kommt der scheiß Wiggler! Der ist echt nervig, ja. So. Nervig. Ich muss erstmal ein paar Items verteidigen. Hä, hey, ist der wieder vorne und ich häng. Alter, geh weg! Geh weg, wer bist du? Ja, hallo, bei dem Spiel sagt das gar. Scheiße, siehst du. Boah! Gar nichts aus, wenn du erster bist. Alter, bei mir, boah, das ist eine Kombo gewesen, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe den Blitz eingesetzt und mir ist der Pilz irgendwie von der Seite direkt vor die Nase geflogen. Also, so perfekt, okay. Das geht perfekter, das geht gar nicht perfekter, wie das war. Ja, das müsst ihr dann beim CT auf dem Channel gucken, wie das aussah. Das war so perfekt. Ja, das ist doch schön, dass man jetzt noch so gegen Ende von Mario Kart wieder mal so ein paar nette Erlebnisse hat. Ich hoffe, dass ja Mario Kart 8, dass mich das so online fesselt wie der Teil hier. Ich glaube, das hier habe ich echt so ewig lang gespielt, dieses Spiel. Oh ja, ich habe da auch zu viel Zeit mit verbracht. Ja, ich glaube, meine letzte Statistik, die ich mal in diesem Wii-Menü danach gelesen habe, waren knappe 1000 Stunden Mario Kart Wii. Was? Das habe ich nicht. Du hast zweieinhalb mal so viel Mario Kart gespielt, wie ich Isaac gespielt habe. Ja, das ist auch wirklich mein meistgespieltes Spiel aller Zeit, Mario Kart Wii. Da kommt nichts anderes ran. Ach, du Scheiße. Ich glaube, selbst wenn ich Minecraft, was ich alles in Minecraft gemacht habe, wenn ich das irgendwie zusammenzählen könnte, das wäre nicht so hoch wie die Zahl hier. Boah, das ist echt hart, Mann. Ich überhole dich jetzt. Nee, noch ein paar Meterchen fehlen da. Boah, fast in die Banane reingefahren. Oh, ich bin reingefahren. Ja, und ich habe Abgang gemacht, irgendwie so über die Klippe da vorne, weil... Ich ja, gedacht, ja! Oh mein Gott. Scheiße. Nein, Wiggler! Nein! Boah, ist der scheiße Assi, der Wiggler! Nein! Hau rein! So ein Assi-Wiggler! Und ich hab gedacht, ich hätte Pech gehabt, als ich durch den Pilz gefahren bin und dann in der Kurve nicht mehr so wirklich schnell was? Konnte. Was? Ne! Was, Alter? Ne! Super! Boah, ich hasse mein Leben so. Das war scheiße knapp gerade. Boah, bin ich froh, dass Mario Kart 8 kommt. Das Scheißspiel kann ich mir echt nicht mehr reinziehen. Jetzt bin ich Zehnter, weißt du? Wegen so einem Assi, der mich weggestoßen hat. Bam! Erster! Ja. Zehnter. Oder vielleicht... Oh! Achter. Oh mein Gott. Oh ich mein Gott. Ich hatte vor Begeisterung, dass du den Controller wegschmeißen. Ich war so weit oben. Ich war an der Spitze der Gesellschaft und dann das. Ja, kennt man ja. Höhen. Nein! Oh,
Nein! So, ich würde sagen, ein Rennen schaffen wir. Zumindest von mir aus noch. Jo. Ich weiß nicht, wie lange du machen wolltest. Ja, einen können wir noch machen. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ja, jetzt zum Abschluss lasse ich dich nochmal gewinnen, dann ist alles gut. Ja, er lässt mich gewinnen, sagt er. Ja, aber nur wenn du zweiter bist hinter mir gleich. Ja, genau. Ich will nicht, dass du mich gewinnen lässt. Zumindest willst du nicht, dass ich dir das sage, ne? Das kannst du schön vergessen. Ich gewinne jetzt von mir aus. Ja, jetzt verkacke ich eh, weil jetzt habe ich wieder mein Maul aufgerissen und das funktioniert nie. Ich habe noch nie so viele Punkte verloren wie in dem Rennen, ey. Ohne Scheiße, in dem Part. So viele Punkte habe ich noch nie verloren. Ja, das mache ich dann am 20. Mai, kurz bevor die Server offline gehen. Dann fahre ich einfach so lange und lass mich einfach immer letzter werden und guck mal, wie tief ich komme in meiner Punktzahl. Genau. Ich habe einen so einen Megatroll letztens gehabt, der ist immer letzter geworden und ist einfach nur, wollte immer nur gute Items haben, um Leute dann abzuschießen und so. Das war so ein Megatroll. Das habe ich später irgendwann mit meinem Bruder immer gemacht im Multiplayer. Sind wir beide immer am Start stehen geblieben, haben der KI so einfach mal eine Runde oder eine halbe Runde Vorsprung gegeben. Dann haben wir mit den krassen Items einfach mal aufgeholt und noch versucht zu gewinnen. Genau. Auf den verschiedenen Strecken einfach getestet, wie lange kann man warten, wie kann man noch gewinnen. Ja, erstmal meinen Windschatten hier klauen. Sorry. Das macht aber Zins, bitte. Ah, ich überhole jetzt links, kein Problem. Komm, fahr rein. Na, verdammt, ich hab Rosalina getroffen damit. Alter. Haha. So. Biha. Wow, Bananen. Nein! Fahr doch da rein, du verdammter Mensch. Nee, die war nicht kurz genug vor mich geworfen, da war schon die Kurve. Oh Gott. Wer hat da gerade diesen komischen Blitz hinter mir gehabt, bitte? Oh Gott! Okay. Nein! Was ist das denn bitte? Er ist... Boah, du nutzt aber auch die fiesesten Tricks, die es in der Welt gibt, aus. Nennt man auch einen Kurvendrift, damit der Panzer in die Kurve kracht. Ja. So haben wir nicht gewettet. Aber ich hatte auch eine Banane im Notfall, also wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Das wird ja sowieso auch, glaube ich, die schlimmste Änderung am Mario Kart 8, wenn das du nur noch ein Item haben kannst. Wie, du kannst nur ein Item haben? Normalerweise kannst du ja ein Item, eine Banane oder so, hinter dich hängen und kannst dann oben links in der Box noch ein zweites Item als Backup. Ja, aber mittlerweile, das geht nicht mehr. Wenn du das hinter dich hängst in Mario Kart 8, dann ist es immer noch oben links in der Box. Du kannst nur noch ein Item zeitgleich haben. Oh, wie gut ist das denn? Boah, ich finde es gut, dass du was... Ja, ja, ich finde es mal eine interessante Änderung. Ich meine, das wird taktisch, damit halt der erste Platz nicht mehr so ewig sich damit 1000 Backup-Items schützen kann. Ja. Es wird schwieriger, sich zu verteidigen auf jeden Fall. Jetzt dachte ich, jetzt könnte ich den TT hier ablenken, wenn die mir quatschen, dann würde er den Powerblock versauen, aber hat er nicht. Ah, ich bin auch kein Anfänger. Der Nikolas. So kann man's, ja. Oh, da ist der Kai wieder. Oh, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ja doch, du gewinnst das doch jetzt noch. Hm. Ha, 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 ha. Bist du Erster? Nein! Ha, ha, ha. Das tue ich jetzt scheiße, muss ich sagen. Nein, 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 nein. Ja, nein, ja, nein. Ja, 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 das war meiner! Nein! Wer war das? Fuck you! So, komm. Schnell die Kurve. Nein! Schnell die Kurve. Nein! Fuck you, Alter! Nein! Was ist das für Scheiß? Gib mir ein Item! Nein! Er hat mir mein Item weggenommen! Nein! 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 Ja! 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 Minuspunkte es gibt. Oh! Oh! Unter 9000 gedroppt. Oh! Nice, Alter. Am Ende, da habe ich ihn noch überholt. Oh. Ja.
Okay. Okay, dann klicke ich mal beenden hier. Beenden. Nicht das jetzt, sonst wird der nervige Countdown, der mich rausschmeißen will. Oh, Alter. Oh, ist das scheiße. Ey, jetzt habe ich in der Aufnahme 400 Punkte verloren insgesamt, einfach mal. Ja, ist hart, ne? Ich auch. Oh mein Gott, wir haben ordentlich geblecht in der letzten Folge hier. Oh. Ja, das war die teuerste Aufnahme aller Zeiten. So Leute, wenn ihr natürlich auch noch Mario Kart Wii zocken wollt, heute und morgen ist glaube ich noch irgendwie die Zeit dafür, sonst ist vorbei. So sieht's aus. Danke an den TT, dass der dabei war. Ja, vielen Dank auch, ne? Ja, kein Problem. War eine lustige Runde. Ja, wir sehen uns dann bei Mario Kart 8 wieder und für euch geht's natürlich nächste Woche noch weiter mit dem letzten Mario Kart Montag. Dann sehen wir uns nochmal Mario Kart 7 an. Und dann ist Mario Kart 8 auch schon da. Insofern danke fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.